Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück hier auf dem Kanal der Netzwerk Game Bros mit mir, dem Permo, zurück bei Punch Club. Wir waren stehen geblieben mit... gute Frage. Ich glaube, wir trainieren. Wir gehen heute mal trainieren und dann... dann gehen wir in den Street Fight. Hinten in den sagenumwobenen Club, über den man nicht redet. Aber davor holen wir uns natürlich bei Adrian unseren Buff ab. Ich liebe dich. Adrian, du bist so wunderschön. Ich bin so glücklich, wenn ich bei dir bin. Sind wir wirklich zusammen? Mir scheint, als hättest du nie Zeit für mich. Das verstehe ich wirklich. Ich verspreche, ich werde mir mehr Mühe geben. Okay, wie geben wir jetzt das Herz zurück? Fangen wir mal leicht an. Wir plaudern ein wenig. Plaudern ein wenig mit Adrian. Bringt uns natürlich Gesundheit. Und hier zufriedene Stimmung und Gesundheit sogar auch gerade sehe ich. Und da wir die ganze Zeit halt rumstehen, verbrauchen wir natürlich mordsmäßig Hunger. Also, ja. So, spielen wir noch ein bisschen mit den Boogies, hä, Adrian? Das magst du doch. Ach, verdammt. Jetzt hab dich nicht so. Sei nicht so eine Zicke. Was kostet denn ein Geschenk? Zahle 40 für ein Geschenk zu Adrian zu kaufen. Oh, 40. Na komm, du bist es uns wert. Adrian, ich habe ein Geschenk für dich. Ach, das ist so süß. Vielen Dank. Oh, du bist so süß. Da kommen die Herzchen. Sehr gut, jetzt aber. Adrian, du bist wunderschön. Ich bin so glücklich, wenn ich bei dir bin. Ach, Liebling, ich bin auch glücklich. Ich hoffe nur, dass ich dir wichtiger bin als das Kämpfen. Natürlich, ich werde immer Zeit für dich haben. Verliebt. Du bist verliebt und brauchst nicht viel. Mega ist ein... Oh, Schwingen der Liebe. Deine Liebe wird erwidert. Jetzt musst du nur noch genug Zeit für sie haben. Gut. Hätten wir diesen Punkt auf unserer Story Roadmap auch abgeschlossen? Genau, das, der war noch gar nicht fertig. Und das ist auf jeden Fall hier der nächste Street Fighter. Gewinne 5 Straßenkämpfe. Das ist nicht einfach, aber du schaffst das schon. Das ist unser Ziel. Dafür müssen wir auf jeden Fall unsere Werte noch ein bisschen pushen. Auf jeden Fall ist Geschick. Ja, dann sitzen wir mir echt nicht viel getroffen. Das ist das große Problem. Muss ich gerade mal gucken. Die Zeit ist vorbei. Das heißt, wir könnten theoretisch unsere Ausdauer noch ein bisschen hochdrücken, wenn der Tag dann vorbei ist, oder lieber vielleicht unsere Stärke, weil das wäre auch nicht verkehrt. Aber wenn wir unsere Stärke wieder oben hoch pushen, brauchen wir auch mehr Ausdauer, weil wir sonst zu wenig Energie haben. Boah. Mordsmäßig langer Satz und viel für wenig Atem. Ich finde unserem E-Team war es immer noch ziemlich cool. Gefällt mir. So, was haben wir denn eigentlich? Anfängerliga morgen? Nächster Kampf auch morgen. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Wir verfolgen jetzt unseren Plan. Da wir jetzt unseren Verliebt-Buff haben, werden wir wie verrückt trainieren. Jetzt wäre natürlich super, wenn wir noch mit Roy trainieren würden. Aber um Roy ins Fitnessstudio zu locken, in Anführungsstrichen, müssten wir wiederum, ich denke mal, das Auto reparieren oder uns wieder hinsetzen und mit ihm ja, Bierchen trinken. Was an und für sich für unsere Werte gut ist, aber für unsere Zeit halt recht schlecht. Jetzt haben wir keinen Bock mehr darauf, das ist natürlich schlecht. Dann pushen wir ein bisschen die... Nein, die Ausdauer. Halt! Ja, verdammt. Ja, komm, Tyler, da pumpt da mal ein bisschen und dann ab aufs Laufband, da wo du hingehörst. Denn wir sind auf dem Weg der Schildkröte und brauchen Ausdauer, 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 Ausdauer. Und... bevor der Tag vorbei ist, gehe ich am besten vielleicht mal noch zu... Wer ist er denn? Silver. Und gehe ein bisschen sparen, damit ich noch die 2 Punkte abstauben kann. Damit wir uns bald unser nächstes Talent kaufen können. Oh, verstreich nicht. Ja gut. Ja gut, hörst von alleine auf. Das ist gut. Jetzt muss ich mit dem Bus fahren und das kostet aber wiederum... $3,20 kostet das andere. Vielleicht ist da noch mehr als eine Stunde drin? Nein. Natürlich nicht. Okay, dann
Haben wir hier schon wieder was verloren? Egal, wir kämpfen, das sollten wir schaffen. Wir sind schließlich bei 8 in der Ausdauer. Warte mal, das ist hier ein bisschen blödsinnig. 5, 4, 5, 5, 6, 4, 11, 7, das ist zu viel. 11, 7, mal 6, 4 am besten, ne? Was war das nochmal hier? Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner ausweicht oder blockt. Genau. Was haben wir hier? 4, 2, das ist natürlich auch nicht schlecht. Geschickt und Ausdauer setzen wir runter. Silver ist echt gut in Form. Block kostet uns 3 und hier haben wir 4, das macht 7. Gucken wir mal, wie wir in der Energie dastehen von nach einer Runde. Jetzt würde ich gerade sagen, hat Silver noch nicht einmal ausgeteilt, aber jetzt fängt er an, jetzt haut er direkt mit einem Combo rein. Unser Block. Also, na gut, er leidet 20% Schaden, vielleicht haut Silver nicht so doll zu, dass er auch keinen Schaden bekommt, wenn wir blocken. Das wäre jetzt so eine Vermutung, dass der Schaden, den Silver anrichtet, wenn wir blocken, einfach zu wenig ist und somit seine 20% nicht als eigenen Schaden bekommt. Alter, was ist denn heute los? Voll im Redewahn hier. Das ist ja nicht mehr feierlich. Und die Runde ist gleich vorbei. Das ist gut. Denn wir haben gewonnen. Perfekto. Perfekto Mato. So, 3 Punkte abgestaubt. 10 haben wir. 12 brauchen wir. 13 brauchen wir sogar. Stimmt, einen Punkt mehr als letztes Mal. Dann würde ich sagen, wir haben noch 3 Tage den Buff. Könnten vielleicht noch ein bisschen trainieren, damit wir uns was zu essen kaufen. Denn Essen brauchen wir auf jeden Fall gleich. Und sollten wir vielleicht noch schaffen, bevor wir hungrig sind. Ja. Das sollten wir schaffen. Da haben wir wenigstens mal noch ein bisschen Kohle in der Tasche. Um uns ein Stückchen Fleisch zu kaufen vom Apu. Oh, 2 Stückchen. Reicht. Gibt mir auch noch 9. Ah, komm. Oh, ist auch in meiner Tasche. So, dann ab nach Hause und wieder trainieren. Nee, können wir laufen. Komm. Ah, nee. Erstmal hinlegen. Nee, erstmal schlafen. Nee, erstmal essen. Ach, verdammt. Verwirrt. Erstmal essen, dann schlafen. Na, dann müssen wir wieder essen und dann können wir trainieren. Naja. Ich sage es euch, Jungs. Und Mädels. Das Boxerleben, Kämpferleben, Boxen ja nicht nur, es ist kein leichtes. So, das reicht, der letzte Punkt, der macht uns voll, jawohl. Ha, fetter Reim, der müsste sein und ich gehe heim, ich bin ja schon heimverdammt. Bam, Ram Machine. So, geschickt. Wir müssen treffen, treffen lernen. Naja, brauchen wir ja. Geschick, 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 geschick. Oh, geschick kann man halt echt nicht so gut trainieren, ne? Weil der wird's an diesem Bämbel da. Und hier vielleicht noch ein bisschen, und das war's schon, was wir an Trainingsgeräten haben. Wir könnten uns natürlich den Wing Chun holen. Aber ich denke, der gibt nicht ganz so viel. Na, Dingsbums hier. Geschick. Das heißt, wir werden geschick trainieren und abwechseln das mit Ausdauer, solange bis die Ausdauer leer ist, um dann wieder geschickt zu trainieren. Vielleicht kriegen wir den noch, ja, ich glaube, wir setzen den auf 9 und den auf 5 vielleicht und dann gehen wir in den Street Fight und dann kloppen wir alles weg, was da rumläuft. Ah, also klingt nach dem Plan. Oh, Ausdauer ist jetzt auf 1, Quatsch, nicht Ausdauer, sage ich, Stärke. Ist jetzt auf 1 runtergerutscht, dann müssen wir mal wieder ein bisschen hochpushen, das ist mir sonst zu niedrig. Ich meine, unsere Talente verbrauchen dann zwar nichts, aber wenn wir treffen, machen wir halt auch keinen Schaden. Ne? Weil das ist halt auch ein bisschen kontraproduktiv. Wenn wir treffen, dann sollten wir auch Schaden machen. Bringt ja nichts, dass wir immer treffen und dann nur mit einem Schaden drücken. So, das heißt, wir drücken da mal ein bisschen hoch auf die 3, denn der Wert wird eh dann gleich wieder sinken, wenn der Tag vorbei ist. Und am Hälfte des Tages, dann machen wir weiter mit. Ja? Ja, okay, gut. Die letzten paar Pumps waren sehr schnell, die Zeit ist nicht vorbeigegangen. Oh, gleich vorbei, verdammt.
dann sind wir hungrig wie die Sau. Kriegen wir den noch auf 5? Schaffen wir das noch? Ist ja ganz cool. Ja, sehr gut. Okay, gut. Tyler, ein bisschen Zeit brauchen wir noch, weil wir müssen noch hin und her laufen. Jo, 2, das ist gut. Das passt. So, Tyler, hi, hier ist Tyler. Teste dein Können. Okay! Gegen Klaus 335. Der hat nichts Besonderes, keine großen Vorteile. Das sollten wir doch mal packen, oder? Was brauchen wir denn jetzt? 8 und 5. Und das waren hier 12 und 8. Naja, bleiben wir erstmal bei unseren Altbewerten. Gucken, das war schon mal gut. Unsere ersten 2 Schläge, die wir ausgeführt haben, direkt mal reingehauen. Den haben wir auch getroffen. Ah, den haben wir jetzt mal. Jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt fängt es an mit dem Verfehl. 4 Runden gibt es insgesamt, aber ich denke, es wird auf ein K.O. hinauslaufen. Und zwar das K.O. Der K.O. Das K.O. Auf jeden Fall wird Klaus zu Boden gehen. Das sieht jetzt echt gut aus. Damit 169 Lebenspunkte rausgehen, könnten wir direkt auch den nächsten Fight wieder starten. 137, ich denke mir, der nächste wird nicht allzu viel mehr Ausdauer haben als 5. Und daher stehen wir mit unseren 168 gut da. Oh, gibt sogar 4 Punkte. Okay, das ist gut. Weg der Schildkröte, was können wir denn als nächstes? Wo wollten wir hin? Ich hab's schon wieder vergessen. Hier wollten wir hin, genau. Hier oben wollten wir lang. Wir gehen auf Abzug der Gegner durch Energie. Das heißt, wir müssen jetzt hier unter Strom, Schlagmodifikator verringert die Chance, dass die Angriffsphase deines Gegners beginnt, wird aktiviert, abhängig von deinem Energievorrat. Das ist schön, können wir aber gar nicht nutzen, weil wir gar kein freies Talent haben. Das heißt, wir müssten eigentlich mal das hier kaufen dann. Das wäre meine Idee. Als nächste kommt erst ganz schön weit hinten. Okay. Also als nächstes holen wir uns das aktive Talent, da sind wir ja soweit durch, das können wir uns direkt holen. Und hier könnte man das auch holen, das ist Kopf wie gesprungen, kostet beides 14, weil es Kopf wie gesprungen ist. So, in die Bar selber können wir nicht rein, das ist natürlich ein bisschen traurig. Was ist sonst noch irgendwas hier? Wow, sieht aus wie ein Burger, den nehme ich mal lieber mit. Ja, unseren Gammelburger, den haben wir natürlich schon gesehen. Ah, da gibt es nichts weiter. Okay, weiter geht's. Heute wird Street gefightet. Du solltest dich vor dem nächsten Kampf ausruhen. Oh Mann. Na gut, vielleicht können wir noch ein bisschen arbeiten. Tag ist dann auch vorbei. Was gibt's da oben? Gucken wir gleich. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kriegen wir den 5 Fufi noch mit. Ah, es wird knapp. Ah, komm schon. Ach, verdammt. Scheiße. Wir haben noch was im Kühlschrank? Ja, wir haben noch Tiefkühlpizza auf jeden Fall im Kühlschrank. Und unser Gammelburger. Was machen wir? Ich glaube, wir nehmen so eine Pizza und gehen dann nochmal arbeiten. Damit wir den Fuffi haben und uns wieder Fleisch holen können. Ja. Genau. Hier arbeiten wir einfach mal durch. Gucken, wie weit wir noch kommen, dass wir das nächste Mal, falls wir nur noch ganz, ganz wenig Reserven haben und trotzdem noch, wir sind auch noch 2-3 Pumps, auf jeden Fall so ein kleines Backup haben, dass wir, falls wir mal nur so eine Limonade oder sowas nur noch zur Verfügung haben, dass wir die holen können. Und ich glaube, wir müssen jetzt müssen wir langsam ein bisschen arbeiten. Ansonsten kommen wir da mit unserer Kohle nicht mehr hin. So, wir sind weniger Energie als Essen. Das heißt, wir legen uns mal hin. Kriegen dadurch ein bisschen mehr Energie. Das ist jetzt auch nicht wirklich gebracht. So, so. Ist jetzt viel hin und her gelaufen, aber das ist das Problem, wenn die Kohle knapp wird. Okay, dann nehmen wir das letzte Stückchen Fleisch noch. Das reicht. Ja, fast. Einmal länger hätten wir schlafen sollen. Egal. Jetzt müssen wir auf jeden Fall
Geld verdienen. Damit wir wieder erstmal ein bisschen was zu essen holen können. Das Training kostet halt sehr viel Essen und Energie, weniger, aber viel Essen. Und das wiederum bedeutet, dass wir ja mehr essen und somit halt auch mehr Essen kaufen müssen, was wir natürlich nicht haben, wenn wir dann halt die ganze Zeit nur trainieren und nicht arbeiten gehen. So, jetzt haben wir erstmal 163 in der Tasche. Können wir wieder zu Fuß laufen. Das gehen wir jetzt gleich wieder aus. So. Packen wir mal das Ding richtig voll. Jawohl. So. 7 war maximal, genau. Dann packen wir da auch noch 7. Ist klar. So, jetzt müssen wir natürlich essen, schlafen und dann ist alles weg. Und jetzt habe ich immer noch nicht nachgeguckt, was hier ist. Achso, hier hatten wir ja keine Gegneranzeige. Wie sieht denn, was macht denn eigentlich unsere Liga? Dragon Ray wäre der nächste, 254. Es ist, ja, dafür, dass er halt viel trifft, ist das, denke ich, doch schon ganz ordentlich. 237. Oder wir kämpfen gegen Bill Sparker, was natürlich echt ein Witz ist. Finde ich jetzt irgendwie Lenny Moskowitz schon ein bisschen kniffliger. Egal, wir legen uns kurz hin. Wieder bei 8. 8 bei 8 ist wahrscheinlich das Niedrigste. Und beim Essen ist auch 8 das Niedrigste. Müssen wir essen und uns wieder hinlegen? Ach, das ist ein bisschen blöd. Ich hätte auch erst essen können und mich dann hinlegen können. Ja. Egal. So. Mach mal mein Musical draus. Tag ist vorbei, die Gesundheit ist voll. Der Kühlschrank ist schon wieder fast leer. Oh Mann. Okay, wie machen wir es? Arbeiten, trainieren, arbeiten. Also erstmal das hier wieder auf 4 hoch. Trainieren, arbeiten. Und dann wieder in den Street Fight gehen. Ich glaube, das ist ganz gut. Okay. Das sollte erstmal genügen. Arbeiten müssen wir auf jeden Fall. Wir brauchen das Geld. Das ist das Problem. Ja. Das Problem mit dem Geld. Okay, gut. Das reicht auch erstmal. Da müssen wir ja noch hinlaufen. Und jetzt haben wir bloß noch 2. Vorher hat man, glaube ich, 3. Das macht nichts. Das sollten wir trotzdem schaffen. Okay. 335, das ist ja dasselbe. Ach, der Klaus ist schon wieder. Mensch, Klausi, willst du wieder auf die Mütze haben, oder was? Ey, willst du wieder auf die Mütze haben? Ja, geht doch. Ja, wir machen direkt einen Schaden weniger, ne? Ja, ich glaube, vorher waren es 7. Naja. Und der Ausdauer ist ja immer noch 8, dass die Geschicklichkeit war vorher aber auf 5. Ja, stimmt. Die Geschicklichkeit war auf 5 und die Stärke war auch 1 höher. Aber ich würde jetzt nicht Klaus irgendwie als Gegner ansehen. Ne? Aber jetzt stehen sie alle beide nur gegenüber. Super. Keiner macht was. Erstmal schön Energie regenerieren, alle beide. Weil unsere Energie ist auch ganz gut. Also unser Haushalt würde ich jetzt nur gut eintippen. Jetzt sind wir natürlich schon in Runde 3. Also doch spürbarer Unterschied als vorher. Naja, aber oh, schöner Kombo hier. Sauber. Das gefällt mir. Komm, den schaffst du noch in Runde 3. Noch einen, also noch 2. Oh, noch einer, natürlich. Sehr schön. Wieder 4 Punkte abgestoppt. Jetzt sind wir bei 5. Würde ich sagen, gehen wir zu unserer Muckibude und kämpfen nochmal mit Silber, um die nächsten 3 Punkte abzustauben. Sauber. Dann schön mit einem 11er Kombo einsteigen und direkt noch einen 13er hinterher tackern. Das gefällt mich. So muss das sein. Weil der macht mit dem einen Schlag, macht der 2 Schaden?
Ja gut, 4. Warum kriegen wir da nur 2? Boah, glaube ich, kein Block. Hm. Egal, mir soll es recht sein. So, haben wir das auch gleich hinter uns. Runde 2 passt vorbei. Hahaha, jetzt bin ich nur für einen Reimermeister. Jo. Sind wir bei 8. Okay, 14 brauchen wir. Wir sollten den Tag rumkriegen. Vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Zufriedenheit, die wird auch nicht mehr wirklich gut. Aber so ist es halt mit dem Arbeiten, ne? Schade, dass das keine Geschicklichkeit oder beziehungsweise zu wenig Geschicklichkeit trainiert. Nee, dieses bisschen Ausdauer, was dabei rauskommt, ist natürlich auch für die Katz. Oh, jetzt haben wir natürlich ordentlich Geld. Da müssen wir direkt wieder shoppen. Da müssen wir in den shoppen. So, 104. Das ist gut. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Backup auf der hohen Kante. Das Geld. Und jetzt erstmal erst. Und legen uns dann hin. Habe ich das nicht auch schon so gemacht? Na egal. Tag verstreicht heute ganz schön schnell. Gut, dann hier wieder auf 4 hoch. Hier wieder auf 2 hoch. Und dann geht's wieder rein in den Street Fight. Jo, wir sind schon dabei. Wir sind am Essen. Keine Angst. Alles Klärchen, Bubärchen. Wo fangen wir an? Fangen wir an mit dem hier. Warten wir, bevor wir auf die 4 hochgehen, gucken wir den Tag an. Stimmung ist natürlich miserabel. Ich hoffe, dass... Ich weiß nicht, ob sich das wirklich darauf ausübt, wie viel wir trainieren, also wie viele Punkte wir bekommen. Ich würde jetzt einmal behaupten, ja. Weil eben das einmal so eine kleine Reihe sozusagen ausgesetzt. Halt. Ah, verdammt. Verkackt. Na egal. Also hier werden wir jetzt gleich leider Gottes ein bisschen mehr Punkte verlieren, als ich eigentlich wollte. Ich wollte unter der 4 bleiben, damit wir nicht so viele Punkte verlieren. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hier ein bisschen mehr trainieren, damit wir wieder auf die 5 hochkommen. Und ich sehe, dass unser Essen auch gleich wieder leer ist. Ach, Tyler, du bist so hungrig, dieses Monster, ey. Ohne Mist. Du alte Essensschleuder. Und schmeiß da nochmal ein Steak hinter die Kiemen. Und dann darfst du... Ja, du darfst da weiter trainieren. Die Ausdauer schaffen wir derzeit echt nicht höher, ne? Weil wir 3 Werte theoretisch so eigentlich trainieren müssen. Wir müssen Stärke in so einem kleinen Grundwert haben. Wäre ganz cool, diese Talente bei Stärke zu haben, auf 4 zu bleiben. Und dann können wir uns rein auf Geschicklichkeit und auf Ausdauer konzentrieren. Aber naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Daher bleiben wir da bei 3. Und hier gehen wir vielleicht hoch noch auf 5. Ah, ich glaube, das schaffen wir nicht, bevor wir hungrig genug sind. Außerdem haben wir bald keine Möglichkeiten mehr, um die Geräte zu wechseln. Also auch bloß noch ganz wenig. Ich möchte jetzt aber gerne noch... Ach, egal. Egal, dachte ich, Tyler. Das schaffen wir so. Fuß. Tyler, geht zu Tyler. Teste dein Kanon. Okay, alles klar. Bill Spark, ey, den haben wir auch in unserer Anfängerliga, Amateurliga. Da haben wir den Klaus, glaube ich, nicht. Super. Wenn wir gegenüberstehen. Erster Schlag ausgewichen, dann erstmal gucken. Den Gegner fixieren und analysieren. Und dann geht's weiter. Schlagabtausch. Bam, bam. Jawohl, schön geblockt. Das läuft gut. Bill Spark ist kein Gegner für uns. Duisburg. So.
Hallo. Ich wollte gerade sagen, der ist doch schon gut wie K.O. Geht doch. So, da haben wir 12. Ich finde keinen neuen Gegner mehr für dich. Du bist jetzt der Beste hier. Street Fighter, du hast es geschafft. Du hast 5-mal gewonnen. Ich habe immer an dich geglaubt. Und übrigens bist du ein echt toller Kerl. Das freut mich zu hören. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe einen Zwillingsbruder, der in einem Wohnwagensiedlung wohnt. Und er hat Probleme mit seinen Nachbarn. Es wäre toll, wenn du ihm helfen könntest. Mickey, triff Mickey in einem Camp. Aber pass auf, die Hunnis auf. Hunnis? Ah, Hunnis vielleicht. Hunnis? Hunnis? Keine Ahnung. Da haben wir das Camp. Gehen wir doch mal hin. Jetzt gucken wir uns mal schnell an. Diese Folge noch. Aber Mickey, ist das nicht hier der Typ aus dem ersten, der uns direkt zum Anfang im ersten Fett verprügelt hat? Wie ist der noch? Oh, ist wieder Hund. Ein Bällchen kann man nicht spielen. So eine Pflanze. Wie ist er denn? Bob oder so hieß er, glaube ich. Ich glaube, Bob hieß er. Gut. Was mit Mickey passiert, gucken wir dann in einer nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Punch Club auf dem Kanal der Netzwerk Gaming Bros mit mir, den Permo. Bis dahin sage ich Tschüss und bis bald.